Ein wunderschön herzlich willkommen zurück zu Discworld 2. Vermutlich vermisst. Wir haben in der letzten Folge hier mit dem Steinverkäufer gesprochen, der leider keine Steine mehr hat. Obwohl. Seiner Steine für die obere Kruste. Das war ein geologisches Wortspiel, falls du es nicht bemerkt haben solltest. Und das war gut, das war wirklich gut. Sieht nach Eisenerz aus. Ja, könnte Eisen sein. Oder etwas anderes. Zuerst sollte ich den Verkäufer fragen. Okay. Können wir nicht. Bis später. Was ist denn hier mit ihm? Uri Djeller. Oh, seht nun überaus mächtige und auch sehr mystische Fähigkeiten, die aus dem fernen Osten stammen würden, wenn es hier eine solche Richtung gäbe. Beobachtet, wie Uri Djeller diese Metallobjekte mit den modernen Kräften seines wundersamen Gehirns manipuliert. Anstrengung. 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 Oh, das Ende ist abgefallen. Moment, kann der vielleicht unser... Gerösteter Hund. Hallo, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich habe hier einige Dinge, die gerade gebogen werden müssen. Kein Problem, guter Mann. Anstrengung. 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 Und? Wow. Oh, mir blutet die Nase. Und auf das gute Hemd meines Vaters. Sieh nur, was du angerichtet hast. Ich? Was haben wir denn jetzt gekriegt hier? Draht. Ah. Oh, seht nun überaus beobachtet. Hatten wir. Wir wollen das hier. Melodie. Wir erinnern uns. Wir brauchen eine Melodie, eine eindringliche. Da du dich mit dem Mystischen auskennst, weißt du vielleicht auch, was es mit Melodien auf sich hat? Uri Djeller weiß alles über Melodien. Bring Uri eine Glocke, dann sorgt er sofort für melodisches Geläut. Aha. Möchtest du leises oder lautes Geläut? Bei dir klingelt's gleich, wenn du nicht aufpasst. Ich meine keine Glocken, sondern irgendeine dumme Melodie, die einem nicht aus dem Kopf geht. Ah, jetzt versteht Uri. Ah. Du meinst Musik, die wie Philosophie ist? Ja, vielleicht. Uri kennt einen Philosophen. Lebt in der Wüste. Uri versucht, sich zu erinnern. Anstrengung. Oh nein. Anstrengung. Noch mehr Anstrengung. Gleich kommt er. Ui, ein Wagenrad. Hoho. Uri freut sich, dir zu helfen. Oh, der hat einen schönen Bass in der Stimme. Genial. Hat er noch irgendwas? Oh, ja. Na schön, was machst du? Mit seinen besonderen geistigen Kräften setzt Uri Djeller stehengebliebene Sanduhren wieder in Gang, biegt Metallgegenstände und findet schon heute heraus, was morgen geschieht. Funktioniert es? Uri ist auch imstande, Dinge auf andere Dinge zu stellen. Wow. Wie schön für ihn. Was ist das? Na schön, was hat es mit den anderen mystischen Kräften auf sich? Wir haben die großartigen Pyramidenkräfte von Raum und Zeit. Ja. Wir haben mystische Männer, die in Wüsten sitzen. Und wir haben günstige Kamele, die zwar nicht ganz so günstig sind, dafür aber gut spucken. Okay. Ach, tatsächlich. Und weiter? Du willst mehr? Ja. Wir haben auch den Jungbrunnen. Ui. Ja, und ob. Bei uns bekommt man eine zweite Kindheit, ohne dass man Windeln braucht. Cool. Na, das klingt schon besser.
Wo befindet er sich? Das habe ich vergessen. War klar. Offenbar hast du dir das eigene Gedächtnis verbogen. Wie kannst du es wagen, dich abfällig zu äußern über meine Kräfte, der... Wie hieß es doch noch? Liegt mir auf der Zunge. Gleich fällt es mir ein. Erinnerung. Es gibt da einen Prospektor, der hier gelegentlich vorbeikommt. Er kennt jeden Ort. Schon seit Jahrhunderten. Frag ihn, ob er je einen größeren Weisen als Uri Geller gesehen hat. Okay, das werden wir dann tun. Nun, das wär's fürs Erste. So. Er schwebt weiter. Da geht's weiter. Dann gehen wir mal hin. Ja, ich sehe sie mir aus der Nähe an. Ich halte es nach wie vor für eine Mauer, aber einige Expertenberichte stehen noch aus. Ein hervorragender Pfahl. Lang, gerade, aus massivem Teakholz. Diese Leute verstehen sich darauf, jemanden mit Stil zu fesseln. Ja, dann nehmen wir mit, oder? Geht das? Das ist sauber. Das ist da und hier. So, hier haben wir mit allen gesprochen. Tünef. Ja, gerösteter vor allem. Aber wir haben jetzt einen Camel. Dann gehen wir mal dahin. Geil. Angus, wo steckst du? Oh, da bist du ja. Ja! Oh, du siehst jeden Tag besser aus, Angus. Viel Sonne, noch mehr Sand und eine Ernährung, die hauptsächlich aus seltsamen Pilzen besteht. Ohne dich verlöre ich bestimmt den Verstand, Angus. Du kannst keinen König auf eine 7 spielen. Gerissener Schummler. Wie viel Karten hast du überhaupt? Oh, ein heiliger Irrer auf einem Rad. Das muss der Weise in der Wüste sein. Er kann von Glück sagen, dass ich keine Zwiebeln habe. Ungulant. Ein Wüstenprophet? Oh, hübsch. Der Kerl ist vollkommen ausgerastet und riecht wie ein Topf mit Ohrwurmbrei. Und du willst, dass ich mit ihm rede? Der taucht auf, oh Gott, wie heißt das Buch? Einfach göttlich. Du bist also gut, nicht wahr? Ich meine, du weißt schon weise und so. Weise? Wenn ich noch weiser wäre, trüge ich ein Leopardenfell-Bikini. Oh, so weise bist du? Ja, ich bin so weise, dass ich dir nun deinen Herzenswunsch erfülle. Ich schreibe dir die Musik für deinen sündhaft modernen Klickerdingsbums. Wow. Was? Oh, mit Küsschen. Ja. Nein, Angus. Nein, nicht jetzt. Ich bin beschäftigt. 12 Minuten lang rösten. 12? Narr, vergisst es immer wieder. Hier ist die Musik für deinen Klicker, mit dem du tot populär machen willst. Was? Du hast sie einfach so für mich geschrieben, ohne etwas dafür zu verlangen? Wundervoll. Danke, vielen Dank. Gern geschehen. Kann ich die Musik haben? Nein. Oh, ich hätte es wissen sollen. Du hast also doch eine Aufgabe für mich, stimmt's? Es geht dabei nicht um mich, sondern um Angus.
Er hat es satt, immer wieder mitten in der Nacht von Leuten geweckt zu werden, die nach einer Antwort auf die zentrale Frage der Philosophie suchen, warum? Warum? Warum was? Warum dies? Warum alles? Warum sind wir hier? Warum bist du hier? Warum bin ich hier? Darum. Oh, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Na schön. Natürlich verlangst du da überhaupt nichts Schwieriges von mir. Nö. Warum? So lautet die Frage, stimmt's? Kein Problem. Also gut. Ich gehe jetzt und suche die Antwort für deinen unsichtbaren Freund Angus. In Ordnung? Sind alle damit einverstanden? Na schön. Gut, ich gehe jetzt. Der gute alte Rincewind hat nichts Besseres zu tun, als kreuz und quer über die Scheibenwelt zu reisen und dauernd irgendwelche Gegenstände zu suchen. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Oh ja, gebe, nimm zwei. Ja, ist doch eine einfache Aufgabe, oder? Warum? Tja, warum auch nicht, ne? Darum. Was haben wir denn hier? Pyramiden. Oh. Dämme im Strom der Zeit. Gibt man diesen Steinmassen die richtige Form und Ausrichtung und stattet sie außerdem mit allen erforderlichen parakosmischen Dingen aus, kann man mit dem temporalen Potenzial von Pyramiden in einem kleinen Bereich die Zeit beschleunigen oder verlangsamen. Wow. Auf die gleiche Weise kann man mit einer Druckwasserpumpe Wasser gegen den Strom pumpen. Der Sinn einer korrekt gebauten Pyramide besteht darin, in ihrer zentralen Kammer absolute Nullzeit zu schaffen. Bringt man dort einen sterbenden König unter, so lebt er ewig. Besser gesagt, er stirbt nie. Die Zeit, die eigentlich in der Kammer vergehen sollte, wird in der Pyramidenmasse gespeichert und kann sich einmal in 24 Stunden entladen. Okay. Sieht ja einladend aus, würde ich mal sagen. Noch ein großes Steinding. Offenbar legt man hier großen Wert auf richtiges ethnisches Aussehen. Ethnisches? Aha, ein großes Steinding. Geheimnisvolle Hieroglyphen. Wenn man sie lange genug anstarrt, sollen ihnen Sprechblasen wachsen. So heißt es jedenfalls. Ein Tropfen. An dieser Stelle sind viele, nicht unbedingt taktvolle Kommentare möglich. Lasst uns die Würde bewahren und einfach darauf hinweisen, dass es der präservierte, einbalsamierte Körper eines Toten ist. Wir sollten uns mit gebührendem Anstand benehmen und den Toten Respekt zollen. Genau. Vermutlich erwartest du jetzt irgendeine witzige Bemerkung von mir, wie? Nein, so etwas bekommst du nicht von Frau Rincewinds bravem Jungen. Immerhin habe ich eine gute Erziehung genossen. Jawohl. Okay. Verband. Hey, da steht was drauf geschrieben. Goldaktien um 30 Punkte gestiegen. Wertpapiere Sklavenarbeit um 17% gestiegen. Ich hätte einen riesen Gewinn machen können, wenn ich rechtzeitig zur Stelle gewesen wäre. Das ist ein Tickerband hier von Aktien. Weißt du, hier diese... kann man nicht erklären, müssen wir so ältere Filme. Das ist ja geil. Kann man das mitnehmen? Ich verheddere mich nur, wenn ich das löse. Kann man das aufschneiden? Mal gucken. Ja! So, was haben wir jetzt hier? Stoffbandagen. Hab sie von meiner Mumie. meine Mami. Okay. Dann ist hier doch irgendwas. Hallo Mumie? Ich kann nicht mit der Mumie reden. Und ich bin auch nicht bereit, sie mitzunehmen. Ah. Du musst dir also etwas anderes einfallen lassen. Da ist kein Platz mehr. Okay. Scheint hier nichts weiter zu sein. Eine Spinne? Ja. So, nehmen wir mal den Hügel erstmal hier. Oh nein! Moment, das muss ich abspeichern. Nee, da kommt doch bestimmt was. Das ist doch so eine Anspielung auf das Leben des Brian. Skelett. Ein Skelett am Pfahl. Vielleicht gibt es hier gewisse Vermarktungsmöglichkeiten. Knochen am Stiel und so.
Dino, wie? Ist ganz schön abgemagert, der Bursche. Bing? Komischer Name für eine Vogelscheuche. Das ist eine Suchmaschine. Stinkfaul? Ich bin mir ganz und gar nicht sicher, ob ich Verständnis für einen so dummen Scherz aufbringen kann. So, hallo? Man kann sogar reden. Bei den Göttern der Scheibenwelt. Was machst du da? Oh, ich hänge nur so rum. Nee, der, Moment. Hast du nie daran gedacht, deine Talente kommerziell zu nutzen? Oh, doch. Ich meine, ich könnte als Vogelscheuche in Getreidefeldern arbeiten. Oder bei Kindergeburtstagen für Stimmung sorgen. Was in der Art? Nein, nein, ich meine deinen Gesang. Was hältst du davon, für mich zu singen? Wie bitte? Warum nicht? Ich schlage vor, du holst mich runter, dann sehen wir weiter. Runter? Okay. Geht das mit runter? Alle? Eine Band? Okay. War da jetzt irgendwie was vorher Ersichtliches, dass es eine Band ist? Okay, naja, ab zur Oase. Das war mir jetzt noch nicht ganz so... Ein verwesener Arm. Mist, offenbar kann ich Ihnen den Arm nicht wegnehmen. Sie sind zu schlau. Hübsch, ein bandagierter Holzarm. Jetzt sieht es doch fast genauso aus wie der hier, oder? Okay. So, jetzt haben wir noch irgendwas anderes? Da ist ein Skelett dazwischen. Dieses Skelett gehört den Geiern, nehme ich an. Okay. Als eiserne Ration taugt es allerdings nicht viel. Nee, höchstens als knochiger. Ich sollte es besser in Ruhe lassen. Okay. Wasser? Entweder ist das Wasser oder eine Fata Morgana. Nun, hier hätten wir ein Glas mit erfrischendem, heißem Wüstensand. Hab keine Zeit, um zu schwimmen oder um Sandburgen zu bauen. Oh. Ja, es sind tatsächlich Steine. Ich habe keine Ahnung, wie sie hierher in die Wüste kommen. So, was haben wir jetzt hier gekriegt? Ein verwesener Arm. Ein verwesender Arm. Oh, mit einem Ring am Finger. Offenbar starb hier jemand einen schmuckvollen Tod. Oh, okay. Ein Ring? Ah, und ihm haftet noch immer der mystische, fernöstliche Duft von solchen Opfern an. Lecker, lecker. Aber es bringt uns jetzt nicht viel weiter. Und hier ist auch nichts weiter, oder? Hier drüben noch? Nein. Dann gehen wir mal jetzt nach Hollywood, würde ich mal sagen. Schöne Musik. Billige und schäbige Filmkulissen.
Pappkopien billiger und leicht zu erwerbender Zelte. Das ist typisch für die hiesige Filmindustrie. Ja. Ah, ein prächtiges Schloss. Es wäre sicher noch viel beeindruckender, wenn es im Wind nicht so stark wackeln würde. Ja. Eine Kamera aus Holz. Da kann man durchlaufen. Ein Gewicht. Hervorragend. Wann bin ich zum letzten Mal von einem eine Tonne schweren Gewicht zermalmt worden? Oh, es muss Jahre her sein. Ah, Ankh-Morpork. Lass uns auf gefährliche Weise damit herumspielen. In Ordnung? Na klar. Ankh-Morpork. Die Wand am Dock. Wisst ihr Bescheid, ne? Können wir das mitnehmen? Oh, wir nehmen einfach mal die Tonne mit. Sauber. So. Was haben wir hier? Briefkasten? Was hat denn ein Briefkasten hier zu suchen? 10. Die Hausnummer löst sich allmählich. Ah. Okay. Halt, nee, dahin. Wir haben immer noch so viele Gegenstände. Okay. Was haben wir noch? Was seid ihr denn? Kobolde? Wenigstens scheint es hier keine Personalprobleme zu geben. Ich habe es immer gesagt, man treffe eine Vereinbarung mit den finstersten Horden der Dunkelheit und schon steht einem die ganze Welt offen. Genau, wie bei Herr der Ringe. Dieser scheint faul zu sein. Offenbar nützt er nicht viel. Eine Kamera. Jawohl. Eine Koboldreut-Kamera. Sie braucht einen Kobold, um zu funktionieren. Dann nehmen wir doch den hier mit. Der funktioniert doch. Ich sollte besser fragen, bevor ich einen Ach nehme. Ach so, okay. Dompteur? Schneller, schneller arbeiten. Explosionen. Wenn es in einem Klicker genug Explosionen gibt, spielt die Handlung überhaupt keine Rolle. Stimmt, stimmt. Von mir aus können auch Dinosaurier aus Gummi erscheinen, solange sie explodieren. Du, der Kobold. Ich brauche einen Kobold. Für eine Kamera. Du scheinst genau der richtige Ansprechpartner zu sein. Nein, ich kann dir keinen Kobold geben. Ich brauch sie. Ich brauch sie alle. Wir lassen Ankh-Morpork erst in Flammen aufgehen und dann von einer Riesenschnake zertrampeln. Von einer Riesenschnake? Warum? Das klingt nicht sehr ungeheuerlich. Ja, ich weiß, aber Schnaken können schrecklich aussehen, wenn man sie nah genug an die Kamera heranholt. Ja. Aber das ist noch nicht alles. Der Klicker zeigt Explosionen, einstürzende Gebäude und schreiende Frauen mit sorgfältig zerrissener Kleidung. Es wird ein Klassiker. Schön und gut, aber kannst du mir nicht einen Kobold leihen für ein paar Fotografien? Ja, gern. Nimm den auf dem Wassertank. Wir brauchen ihn erst heute Nachmittag, wenn wir Tal der Trolle drehen. Halt. Hat er sich gerade angemalt? Was steht denn auf dem Etikett? Spezialeffekt-Pigmentierungen. Wir machen die Farbe bunt seit dem Jahr der bellenden Venusmuschel. Vielleicht ist das Zeug magischer Natur. Was kann man damit wohl anstellen? Drehort. Wieder eine prächtige Szene für Spezialeffekte. Und ohne klare Vorstellungen angemalt. Potzblitz, die Magie der Illusion. Hey, ich sehe den kleinen Kerl da drin. Der freche Bursche hat mir gerade die Zunge rausgestreckt. Ich kann nicht einfach so den Drehort betreten und zu ihm gehen. Na, dann nimm doch die Farbe hier. Es ist nicht genug da, um sie an mir auszuprobieren, falls ich überhaupt dazu bereit wäre. Es hätte keinen Sinn, das anzu... Okay. Ah, Moment. Und jetzt kann das Ding auch da rein, ne? Na komm.
Okay, wir haben Kobold. Habt ihr gesehen da? Okay. So, was haben wir denn doch hier? Komm mal her unterm Tür. Wir brauchen in diesem Klicker mehr Explosionen. Eine wilde Armbrustschießerei, mehrere einstürzende Gebäude, einen Riesenaffen, der Türme erklettert. Und vielleicht finden wir auch noch jemanden, der ein Drehbuch schreibt. Vielleicht sollten wir bei dieser traurigen Szene einfach den Vorhang zuziehen. Okay. Bis später. So, den müssen wir doch bestimmt jetzt schon... Ups, da. Wo ist er? Da, in die Kamera. Na, doppelt. Jetzt können Bilder angefertigt werden. Super. Jetzt sehe ich das gerade erst. ILM. Illuminierte Lichter und Magie? Industrial Light and Magic. Was ist das nicht? George, was ist das? Ach, da ist noch ein... Das ist doch die Firma von George Lucas gewesen oder immer noch. Für Special Effects. Industrial Light and Magic. Oh. Nun, mal sehen, was wir hier haben. Oh ja, Leichenblässe. Seit einiger Zeit sehr in Mode. Okay. Ich habe ein tolles Gesicht für dich. Hier, wie wär's damit? Das ist nicht ganz mein Stil, Schätzchen. Oh, na schön. Irgendjemand findet bestimmt mal Gefallen daran. Na gut, und das hier? Oh, nee. Ja? Hey, sieh mal. Wie das aussieht. Hast du jemals etwas gesehen, das so aussieht, wie das dort aussieht? Entweder ist meine Uhr stehen geblieben oder ich bin tot. Na schön, ich bin sicher, das hier gefällt dir sehr. Wie fühlt es sich an? Hasta la vista, Rincewind. Oh, nee. Hör mal, das hat keinen Sinn. Ich brauche etwas, das direkten Glanz bietet. Ach, plötzlich bist du der große Experte, wie? Bring mir ein Bild der Elfenkönigin. Das wäre echter Glamour. Ich gebe keinen Pinselbreit nach, bis du mir anständige Beispiele lieferst. Okay. Aber Elfen? Wieso Elfen? Moment, Elfen. Hat sie wenigstens noch was zu reden? Die hat uns ja einfach rausgeschickt hier. Was das benötigte Bild betrifft, hast du eine Ahnung, wie und wo man Elfen findet? Okay, jetzt. Nein. Ah. Warum fragst du nicht die Elfen? Ich stell dir die Frage jetzt noch einmal ganz langsam. Und ich möchte, dass du dabei meine Lippen beobachtest. Es ist nicht nötig, gleich so unfreundlich zu werden. Warum wendest du dich nicht an eine Hexe oder so? Sie wissen über Elfen Bescheid. Okay. Da kennen wir sogar zufällig eine, ne? Jut. Dann fragen wir die doch. Hier ist nichts weiter. Stadt. Eine gewaltige Metropole. Entweder das oder wieder nur Pappe. Was ist hier? Hier gingst du auch durch. Oh. Aber ich sehe gerade, bevor wir weiter Ohr machen, ach, der ist so knuffig, der Zwerg. Bevor wir weiter Ohr machen, mache ich hier eine Folgepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Kommentiert fleißig. Schreibt's in die Kommentare. Und wer noch kein Abo hinterlassen hat, einfach tun. Tut nicht weh. Und es kommen die Videos frei nach Hause. In die Abo-Box. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ciao.